Es fasziniert mich einfach, was der Körper in der Lage ist, zu leisten. Wie viel mehr das eigentlich geht, wie dass man immer das Gefühl hat, wenn man so aufs Füller sitzt und denkt, 1000 Kilometer fahren, das ist unmöglich. Und dann, wenn man dann so Meter für Meter nimmt, dann kommt es einem gar nicht so extrem vor. Die Strecke von der Tortur war in erster Linie mal einfach wunderschön. Ich kann sagen, einmal so ein bisschen rund um die Schweiz. Sehr viele Höhen drin. Wunderschöne Aufstiege, rasante Abfahrten. Aber trotzdem sehr viel gesehen, sehr viel aufsaugen. Und ja, das Erlebnis natürlich zusammen mit meinen Betreuern war einfach einmalig. Andrina Traxel ist dreifache Mutter und lebt mit ihrer Familie in Feuerthalen. Schon bevor sie Kinder hat, betreibt sie Ausdauersport und absolviert verschiedene Rennen. Angefangen hat es mit einem Triathlon in Schaffhausen. So, das war so mein erster Wettkampf. Da bin ich so ein reingerutscht und hatte Freude am Wettkampf. Und dann ist es eigentlich, mit jedem Kind ist es ein bisschen mehr geworden mit Wettkämpfen und dann so ein bisschen ins Ultracycling reingerutscht. Freude wirklich am Velofahren und das Gespüren, was mir das gibt, ist eigentlich so wirklich mit jedem Kind ein bisschen mehr gekommen, habe ich gemerkt, eben, Kinder, ich sage, sind nicht nur immer einfach und happy, clappy und ja, braucht sie einen gewissen Ausgleich. Und da habe ich gemerkt, ja, das gibt mir den Sport, das gibt mir das Velofahren, ich bin zusammen mit dem Glauben, ist das für mich eine optimale, perfekte Mischung. Um Außerordentliches zu leisten, reicht es nicht, körperlich fit zu sein. Auch der Kopf muss wollen. Das gehört zu Andrinas Stärken. Ich bin sicher eine, die gut sein will. Ich will die Sachen gut machen. Ich habe sehr hohe Anforderungen. Ich bin eine, die gerne das Maximum rausholt. Das ist so. Und was mich auch immer sehr reizt, sind eben wirklich Herausforderungen, wo ich mich an mein Limit anbringe, wo ich über mich herauswachsen kann, wo ich meine Grenzen kann weiter rausstossen kann. Das reizt mich definitiv. Dass Andrina ihr Hobby so ausleben kann, liegt auch an der Unterstützung ihres Mannes. Ja, ist mega heiß. Der Ultracycling oder Ausdauersport ist für Andrina und für mich etwas Wichtiges, ein Bestandteil, der zu unserem Leben gehört. Etwas, das wir brauchen, um aufdanken vom Alltag, vom Arbeiten, von Stresssituationen. Ein befreiter Kopf ist anstrengend, macht glücklich und ist so für sie und auch für mich wichtig. Und es bedeutet mir viel, dass wir diese Leidenschaft zusammen teilen können. Während des 1000 Kilometer langen Radrennens wurde Andrina Traxel von drei Betreuern mit Auto begleitet. Ha. Die besten drei Männer dabei gehabt, natürlich mein Ehemann, der Michael, der ist unverzichtbar für mich. Dann ein guter Freund, der mich auch schon auf jensten Wettkämpfen begleitet hat. Und mein Schwager, der mich auch gut kennt. Das sind die drei gewesen. Und die Aufgaben waren ein bisschen aufgeteilt gewesen. Immer jemand ist gefahren, jemand hat ein bisschen navigiert. Und der andere hat ein bisschen für mein Wohl gesorgt, geschaut, dass ich genug zu trinken habe. Dass ich nicht vergesse essen. Ja, und so haben sie sich immer ein bisschen abgewechselt, dass auch immer wieder mal jemand anliegen konnte. Neben isotonischen Getränken und Sportnahrung setzt Andrina bei Wettkämpfen zusätzlich auf zwei eher ungewöhnliche Nahrungsmittel. Das ist Herdöpfel, das tut auch ein bisschen neutralisieren. Und Bündnerfleisch einfach salzige und ein bisschen etwas zum Ketschen. Das war das, was ich gegessen habe. Wann und wie viele Pausen sich die einzelnen Athleten gönnen, ist nicht festgelegt. Am Murtensee nach etwa 35 Stunden haben wir dann 10 Minuten Pause gemacht. Da durfte ich schnell ins Auto sitzen, aber nicht einmal die Schuhe abzogen oder so. Sie haben den Wecker gestellt und dann habe ich 10 Minuten gedöst. Und dann ist die Türen aufgerissen worden, mich aufs Velo gesetzt und weggestoßen und weiter ist gegangen. Und es war wirklich spannend, es hat gelangt. Es hat einfach gelangt, wieder für die restlichen 10 Stunden noch mal durchzufahren. Und ja, mehr war nicht nötig. Andrina Traxel trainiert nicht mit einem strikten Trainingsplan, da ihre Familie immer Priorität haben soll.
wenn ich so 3 wirklich gute Einheiten machen kann, dann ist es lässig. Wenn es mal mehr sind, sage ich nicht nein, wenn es ihnen passt. Aber ich tue es sicher nicht erzwingen. Hoppala. Wenn ich jetzt zum Beispiel so an die Zeiten denke, wo mein Mann im Militär ist, nicht allein mit den Kindern, dann muss ich ja auch ein bisschen erfinderisch sein, wenn ich zu meinen Trainingszeiten komme. Ich gehe mit ihnen auf den Vita-Parcours, dort kann ich dann auch meine Übungen für mich machen. Oder ich hänge sie als Bike hinein und mit dem Velo-Anhänger, das ist ja dann auch wieder etwas. Und wenn es gar nicht aufgeht im Alltag, dann gibt es ja auch noch den Abend, wo die Kinder im Bett sind. Kann ich auch dann mal auf den Hometrainer sitzen oder so für mich Übungen machen. Irgendwie geht es immer. Der Sport ist für mich wirklich meine Zeit, für mich meine Zeit, vor allem auch mit Gott. Das ist dann, wenn vielleicht andere am Morgen eine halbe Stunde Bibel lesen und stille Zeit machen, ist es für mich die Zeit, wo ich mit Gott austausche, wo ich mit ihm rede, wo ich Sachen abladen kann. Darum ist der Sport mir sehr wichtig, weil ich weiss, es ist mein Ausgleich für ganz vieles, für Negatives, aber auch für Positives und eben vor allem auch für die Beziehung mit Gott. Ich habe das Gefühl, Gott hat in dem richtigen Moment auch das Richtige an den Weg gegeben. Ziemlich in der Mitte vom Rennen. Mitten in der Nacht ist ein Kollege, der ist ein ehemaliger Ultracycling-Weltmeister, ist der irgendwo bei Estavayer-le-Lac, ist der plötzlich in der Nacht neben mir auftaucht und ist da wirklich ein paar Kilometer mit mir in der Nacht gefahren und hat mich aufgemuntert. Es war gerade so vor dem Jura, wo ich gewusst habe, dort warten ganz steile Höger auf mich. Respekt vor dieser Etappe. Und er hat mich so ermutigt und gut zugeredet. Und das war ein total cooles Erlebnis. Der Schweizer Meistertitel ist ja nicht so, dass ich den weh angestrebt habe. Mir ist das Abenteuer an und für sich gegangen vom Wettkampf, um eben den Reiz von Grenzerfahrung, vom Schauen, was kann ich leisten und nicht um einen Titel. Es ist mega lässig, dass ich den darf haben und das wird mir niemand mehr nehmen können. Aber ja, jetzt habe ich das Gefühl, dass ich den verteidigen muss, das habe ich überhaupt nicht. Ich habe so in meinem Kopf eine Liste, wo es doch das ein oder andere Rennen noch drauf ist, das mich sehr reizen würde. Es gibt einen wunderschönen Ultracycling-Rennen in Österreich, der Glocknerman. Zum Beispiel, es gibt auch noch schöne Extremtriathlon. Aber es muss wie passen mit allem drum und dran. Und drum, ich nehme es vor zu, wenn ich es auch bei der Tortur gemacht habe, dann kommt bei mir meistens am besten, wenn ich so Sachen nicht fix vorausplanen tue.